Willkommen zurück zu Pokémon Kristall, meine lieben Freunde. Ja, für euch wird das gerade mal ein läppischer Tag her, seit der letzte Part kam. Für mich sind es sage und schreibe über 3 Monate, seit ich den letzten Part gemacht habe. Seitdem hat sich auch unglaublich viel bei mir verändert. Ich habe jetzt allgemein eine etwas längere Pause gemacht, aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich wieder Semester hatte. Ich habe nebenher ein paar andere Sachen aufgenommen, weil ich mir dachte, ja, Pokémon Kristall, da komme ich auf jeden Fall wieder zu. Hat sich leider nicht bewahrheitet, was, wie gesagt, an vielen unterschiedlichen Gründen liegt, die ich jetzt nicht näher aufführen muss. Jedenfalls kam ich dann in meine heiße Prüfungsphase und nebenher lief auch noch WM, das heißt, ich kann deshalb praktisch gar nicht zum Aufnehmen. Und hab dann so gemerkt, wie der Vorrat geschwunden und geschwunden ist. Und jetzt habe ich, glaube ich, noch 5 Parts oder so. Also weiß ich, es ist an der Zeit, wieder aufzunehmen. Und das muss ich mir jetzt überlegen, wie das geht. Das habe ich schon so lange nicht mehr gemacht. Also, ja, entschuldigt, wenn ich jetzt nicht gleich auf der vollen Höhe bin, sondern erstmal wieder mich an diese neue Aufgabe gewöhnen muss. Gott, klingt, muss das lächerlich für euch klingen, wenn ihr euch überlegt, so. Ja, also, den letzten Part an, Junge. Gestern kamen 3 Videos, als ob du dich nochmal eingefühlen musst. Aber wie gesagt, 3 Monate habe ich das ja nicht mehr aufgenommen. Ich habe über einen Monat jetzt überhaupt nichts mehr aufgenommen, was wie gesagt an den Prüfungen lag, die kamen. Also, da bin ich ja wirklich rigoros. Da konzentriere ich mich dann auch auf die Uni. Würde ich jedem natürlich auch empfehlen. Der Job geht immer vor. Zumindest der hauptberufliche Job. Und ja, es hat sich natürlich einiges verändert, erhöht es. Endlich mal auch Mikrofonqualität. Ich habe ja ein Mikrofon bekommen, letzten Mai zu meinem Geburtstag. Und das konnte ich natürlich noch nicht einsetzen. Wie gesagt, die letzten Parts stammen von Anfang April 2014. Da habe ich dann, bin ich ziemlich abgegangen, aber jetzt habe ich die Möglichkeit, dieses Mikrofon auch zu verwenden. Insofern bin ich sogar fast ein wenig froh, dass ich das nicht aufgenommen habe bisher. Es gibt allerdings auch eine kleine schlechte Nachricht, die für mich sehr suboptimal ist, sage ich mal. Und zwar habe ich mir davor ja immer notieren müssen oder notiert, welche Pokémon ich denn jetzt schon besprochen habe oder nicht. Nun, diese Liste ist nicht komplett verloren. Nur der erste Teil, wo schon mal die wichtigsten, wo die ersten Pokémon, die ich besprochen habe, drauf standen, die ist weg. Und das ist unglaublich beschissen, wie ihr euch vorstellen könnt, weil ich jetzt natürlich nicht mehr weiß, welche Pokémon habe ich besprochen und welche nicht. Dass das Ganze 3 Monate zurückliegt, habe ich auch keinerlei Erinnerungen mehr daran. Also die einzigen, die ich ausschließen konnte, waren die 3 Starter. Dass ich die besprochen habe, weiß ich. Ansonsten bin ich so, ja, Moment. Für Trainer sind Pokémon wie Lebenspartner. Es ist schrecklich, wie Team Rockets versucht, alle Pokémon zu kontrollieren. Das ist übrigens das erste Mal, dass wir hier hoch können. Wollte ich nochmal anmerken. Aber ja, verprügeln wir auf jeden Fall diese nervigen Guys hier weiter. Wie gesagt, deswegen habe ich da so ein klitzekleines Problem. Und werde irgendwann demnächst meine Videos mal alle durchschauen müssen. Aber ich bin halt noch nicht aus der Prüfungsphase draußen, das ist das Problem. Aber wie gesagt, ich werde die mal alle durchschauen müssen. Und dann tatsächlich herausfinden müssen, welche ich denn jetzt habe und welche nicht. Was unglaublich epic fail ist. Ein paar weiß ich aber zum Glück noch. Wie gesagt, es ist nicht alles verloren. Es war natürlich deutlich schlimmer. Aber ja, optimal sieht trotzdem anders aus, sag ich mal. Aber gut. Ich nehme an, man kann jetzt nichts groß dran ändern. Ich muss mir sehen, jetzt wieder einfinden. Also ich merke, ich bin hier im 3. Stock von Dukatia City. Und in den letzten Parts haben wir gemeinsam mit Siegfried und seinem Dragoran Team Rocket das Mahagonia City vertrieben. Oh, pardon! Batman, meine ich! Ja, das habe ich nicht vergessen. Entschuldigung, Siegfried. Ich wollte deinen Namen nicht falsch aussprechen. Kommt nicht mehr vor. Woraufhin wir hier hergebeten wurden. Ich habe bei der Prüfung meiner Unterlagen
der Notizen, die ich mir nebenher zu diesem Spiel mache, auch festgestellt, dass es noch ein paar Sachen gibt, die ich machen muss. Ich hoffe, das stimmt, weil ich eventuell vergessen habe zu markieren, dass ich das schon habe. Ich weiß, es ist alles so ein bisschen failig im Moment, aber ja, das kommt davon. Ich hätte das Ganze gleich durchziehen sollen, allerdings hätten wir dann auch eine schlechtere Soundqualität, muss man sich überlegen. So, Konfusstrahl, wäre Generation 1 eine Option gewesen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass ich glaube, dass ich es für Nachtnebel nehmen werde. Ja, mache ich auch. Auch wenn jetzt ich sagen muss, dass Nachtnebel dann Vorteile für mich sein kann, falls ich noch Pokémon fangen möchte. Da das aber eher weniger der Fall ist. Weiß nicht. Ich bin meinen Pflichten nicht nachgekommen. Ich werde dafür bezahlen müssen. Okay, das erinnert mich an Wilhelm Tell. Quatsch, Wilhelm Tell. An die Räuber. Wo der Roller war's. Der sollte den Franz Leben dem Karl bringen. Und dann hat der Franz sich jetzt vorher umgebracht und hat gemeint, oh nein, es tut mir leid, ich konnte ihn nicht Leben bringen. Warte, ich bring mich um. Das war ein Highlight. Ja, aber gut, ich bin sicher, dass ihr nicht wollt, dass ich hierüber eine kleine private Deutschstunde halte, sondern dass ich weiter Pokémon bewerte. Ein paar weiß ich ja noch. Insofern kriegen wir das schon hin. Ich weiß zum Beispiel, dass ich Landtouren noch nicht bewertet habe. War das fast daran liegt, dass wir ein Lampi tatsächlich auch noch gar nicht richtig gesehen haben. Aber theoretisch könnten wir es schon lange fangen. Ich habe das ja immer wieder, oder immer wieder erwähnt, dass diese Möglichkeit existiert. Ja, also zumindest diejenigen, die meine täglichen Route-Lektüre folgen, wo ich darauf näher eingehe, die wissen, dass es möglich ist. Und insofern denke ich, könnte ich auch mal darüber reden. Bei dem bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich den noch nicht bewertet habe. Also Landhorn. Der gute, also Lampi wirklich im Level 27 zu Landhorn. Er war in dieser Generation allerdings underused. Ich nehme an, es lag größtenteils wirklich an der enormen Konkurrenz. Und da muss man wirklich sagen, die war böse für Landhorn. Auch wenn es relativ einmalig war mit dem, was es konnte. Es gab davor doch kein Wasser-Elektro-Pokémon. Und soweit ich weiß, gibt es auch heute kein anderes. Ich überlege gerade, mir kommt kein anderes. Natürlich hat er aber auch enorm davon profitiert, dass er Voltabsorber bekommen hat. Das können andere jetzt noch nicht wirklich aufbieten zu dieser Zeit, sag ich mal. Insofern, ja, auf jeden Fall, Underused war er damals noch. Dennoch kommt man ihm zwei relativ starke Stab-Attacken geben, nämlich Surfer und Donnerblitz. Sein Spezialangriff ist halt nicht der allerhöchste. Das war schon immer so ein bisschen ein Problem. Seine Werte sind so ein bisschen wie bei Lapras, nur noch etwas schwächer, wenn ich sie jetzt richtig im Kopf habe. Und insofern war das für Landon dann auch immer ein bisschen schwierig. Ich sag mal so, hätte er einen höheren Spezialangriff, wäre das Ganze auch wirklich besser für ihn ausgegangen. Was aber natürlich nachteilhaft für ihn ist, sag ich mal, man verliert so die Elektroschwäche. Das war definitiv gut für ihn. Die verliert man allerdings auch, wenn man Morlord benutzt. Also, da hat man sogar Elektroimmunität. Man gewinnt aber eine zusätzliche Schwäche, nämlich Boden. Und das ist natürlich schon, wenn man gegen Erdbeben schwach ist, dann lädt man schon ein ziemliches Fund auf sich, weil Erdbeben natürlich schon immer einer der meistgenutzten Attacken der Pokémon-Geschichte. Das war für Landtorn natürlich ein Problem. Moment. Der Anführer von Team Rocket hat sich selbst eingeschlossen, aber der Intendant besitzt einen Schlüssel. Du findest ihn im vierten Stock. Bitte rette ihn! Ja, also, hier kommen wir nicht vorbei. Dies ist der Schlitz für den Türöffner. Du kommst hier nicht rein. Oh, shit. Ja, gut, aber wir waren hier immerhin noch nicht, ja? Hier spielt keine Pokémon-DJ-Musik mit Ben. Das hier ist alles etwas düsterer. Wobei natürlich die Team Rocket-Musik ziemlich episch ist, also, ja. Aber gut, wie gesagt, kommen wir zurück zu Landhorn. Und eben Surfer Donnerblitz zwei Step-Attacken. Und dann ist halt die Frage, was gibt man ihm? Ich würde tatsächlich auf Erholer gehen. Da man ihn dann, solange kein Erdbeben kommt, kann man ihn ganz gut als, in der Verteidigung nutzen. Ich möchte jetzt nicht Staller sagen, weil das würde zu weit gehen. Aber man kann ihn ganz gut in der Verteidigung nutzen. Und durch Erholung, dann eben durch Schlafrede, könnte man mit Surfer Donnerblitz immer wieder draufhauen und vergesst sich durch Erholung, wenn Erholung bei Schlafrede trifft,
dann wird er auch wieder aufgeheilt. Und damit kann man wirklich leben. In diesem Fall. Also so würde ich es bei Landhorn machen. Ansonsten kann ich ihn natürlich schon empfehlen, Ingame. Ja gut, Ingame kann man so gut wie jeden empfehlen. Aber wie gesagt, ansonsten sind seine Statuswerte einfach... Ja, die vermissen sowas wirklich dominant Starkes, sag ich mal. Ansonsten, glaube ich, hätte Landhorn damals auch bessere Chancen gehabt. Vor allem, weil es eben, was würde ich nur sagen, wie gesagt, spätestens mit Volt-Absorber sieht das Ganze dann sowieso etwas geändert. Auch wenn er dann natürlich immer noch keine Feuerwerke abfackelt heutzutage. Aber man kann schon mitleben. So. Gut, das war jetzt der... Also wir sind jetzt im vierten Stock. Und ich wollte hierzu eigentlich noch etwas sagen. Ja, ich glaube auch, ihr wurdet besiegt. Ach. Nämlich, ihr habt ja schon gemerkt, dass wir uns hier immer weiter nach oben bewegen. Und es ist, also es ist natürlich schon so ein bisschen ein Throwback zur Silph-Co in Pokémon Rot, Blau und Gelb. Nur, dass man hier diesen riesigen Rocket... dieses riesige Rocket-Bundle nicht in einem gebündelt abgegeben hat, sondern man hat hier mehrere Ebenen. Ihr werdet noch sehen, was ich meine. Jetzt sind wir zunächst hier natürlich im Radioturm. Aber das wird sich dann noch ein bisschen ändern. Ihr werdet noch sehen, was ich meine. Das möchte ich jetzt gar nicht zu sehr vertiefen. Aber interessant ist es schon, vor allem, weil nur Team Rocket bisher diese unglaubliche Menge an Content bekommen hat, sag ich mal. Also, wenn man sie mit den bisherigen vergleicht, gut, sie waren jetzt nicht sehr im Spiel verteilt, muss man sagen. Das war etwas enttäuschend, aber wenn man davon absieht, kamen sie doch ziemlich häufig vor. Vor allem eben in der Quantität, das suche ich die ganze Zeit, Quantität. Wenn man sie getroffen hat, da kam immer richtig viel, das war bei den anderen Teams verteilter. Aber Team Rocket scheint wirklich was für die großen Auftritte zu haben. Du! Ja, ist jemand da? Oh, du bist gekommen, um mich zu retten! Ja? Ist das, was du erwartet hast? Falsch, ich bin ein Betrüger! Ich gebe mir vor, der Rechte zu sein, um unsere Übernahme vorzubereiten. Möchtest du wissen, wo wir den echten Intendanten versteckt haben? Ich werde es dir verraten, wenn du mich besiegst. Ja, ein richtiges Arschloch, oder? Aber ein geiler Fake, muss man sagen. Jeder dachte ja, der Intendant ist chillt da oben, aber nee. Es ist der Team Rocket-Vorstand. Nur leider ist das wahrscheinlich der schlechteste Vorstand, der jemals einen Fuß auf diesen Planeten gesetzt hat. Denn der Gute besitzt 5 Smogons und ein Smog. Nein, ich mach keine Witze. Und dass das lächerlich ist, brauche ich, glaube ich, auch nicht näher zu präzisieren. Jedoch kann ich da relativ gut zu Dommy wechseln, oder? Soll ich? Bin gerade am Überlegen. Achso, der ist gar nicht da. Okay, gut, aber gut, dann macht das Jillian eben. Da haben wir ja auch noch die Option, dass wir mit Lehmschelle angreifen können. Ich weiß jetzt so nicht, wie stark diese 20 Base... Oh my goodness! Okay, gut, ich konnte verhindern, dass eine Rauchwolke trifft. Das ist natürlich schon lustig, aber... Wie gesagt, Oh Gott. Ich weiß nicht, was ich dabei gedacht hat. Ich weiß auch nicht, welcher Team Rocket das in Hardcore zu Silver sein soll. Ich glaube, es ist Proton. Aber ich weiß es gerade nicht genau. Auf jeden Fall bin ich nicht wirklich damit zufrieden. Das versteht ihr hoffentlich. So, aber während wir uns hier durchquälen, kann ich noch einen Pokémon kurz erläutern. Das muss ich nur kurz überlegen. Genau, Xatu. Ich glaube, wir hatten noch kein Xatu besprochen. Obwohl das natürlich schon ein Pokémon ist, was, sage ich mal, immerhin interessant ist, weil es Psychoflug ist. Doch hat dieser interessante Status ihn nicht davor bewahrt, im Underjustier zu landen. Das möchte ich natürlich niemandem verheimlichen. Da hat er gesagt, muss man leider sagen. Aber
Gut, er hat auch schwere Konkurrenz. Ich meine, Simsala hat dieser Sturz schwer genug getan mit den vielen Schwächen, die Psycho oder die viele Schwächungen, die Psycho hier bekommen hat. Da hatte Simsala schon einen schweren Stand genug. Insofern muss man Xatu schon verstehen. Zudem konnte er nicht die Elementschläger lernen, wie Simsala es konnte. Dennoch, wenn man Xatu einigermaßen gut hinbekommen möchte, sollte man ihn als Mixed Attacker spielen. Das hat den Vorteil, dass man, wenn man ihn züchtet, mit entweder einem Ibitak oder einem Dotrius Bohrschnabel lernen kann. Dann hat man immer eine 80, eine Stab-Attacke mit 80 Stärke. Genau, das wollte ich sagen. Und, ich meine, komm, warum nicht? Kann man definitiv gebrauchen, sag ich mal. 80 Stärke lohnt sich auch. Dann hat man natürlich noch Psychokines auf der Spezialseite. Ich meine, natürlich profitiert Xatu jetzt sekundär von Bohrschnabel. Ja, also Psychokines ist auf jeden Fall sein Basic-Move. Aber gerade als Flug-Pokémon eine 80 starke Stab-Attacke zu haben, ist nicht selbstverständlich. Und was ihm auch noch sehr speziell ist, es kann Gigasauger erlernen. Und könnte sich so KP zurückholen. Es ist natürlich nicht als klassischer Staller spielbar, das ist klar, aber so kann man es lieber machen. Und dann eben noch Konfusstrahl anwenden. Natürlich ist übrigens so Level 25 zu Xatu. Aber so würde ich ihn spielen, das gerade noch Konfusstrahl, der geht jetzt zu verwirren, während man Gigasauger einsetzt. Das ist eine ganz gute Kombo, glaube ich. Okay, ich hatte Wurst. Ja, dann raus damit, los. Los, sag's mir, ich trete dir in die Eier. Ja, ist gut. Wir haben den echten Intendanten in das Underground-Lagerhaus verschleppt. Red Deutsch mit mir und ich trete dir wirklich in die Eier. Ja, das Untergrund-Lagerhaus. Es ist am Ende des Untergrunds. Ich bezweifle aber, dass du so weit kommst. Ich trete dich. Hier, nimm den Kelleröffner. Okay, ich überleg's mir. Büro des Intendanten. Ja gut, Leute, dann danke für die Aufmerksamkeit in diesem Part. Pokémon Kristall. Wir haben den echten Intendanten. Achso. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und das nächste Mal werden wir dann den echten Intendanten suchen. Bis dann. Ich hab's mir überlegt. Oh!